Herzlich willkommen zurück zu Gotham Knights mit der Rezo. Ich bin Rezo und wir haben noch hier Verbrechen aufzuklären. Wir gehen erst einmal zum Schnellreisepunkt, damit wir auch schnell umherreisen können, wenn wir damit fertig sind. Ich sollte auch mal Gelegenheitsverbrechen nebenbei machen, um meine Lebenspakete wieder aufzuladen, ne? Ich glaube nicht, dass es wirklich groß nötig ist, aber nur für den Fall. Aber wir haben gar keine Gelegenheitsverbrechen jetzt gerade. Normalerweise sind mir ein Haufen davon im Weg immer, aber jetzt scheint es gerade relativ ruhig zu sein. Ich finde die Übersetzung Rächer ein klein bisschen merkwürdig. Das wäre eher angebracht für ein Wort wie Avenger. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass sie Vigilante nehmen. Ach Gott, ich hätte auf dem Moped bleiben sollen. Wer hat die gerufen? Okay, da oben sehe ich schon mal eine Drohne. Der Luftraum wird überwacht. Scanne die Drohnen und ich programmiere sie so um, dass du fliegen kannst. Okay. So, verfolgen wir diese hier zuerst einmal. Was passiert, wenn ich einen Batwing raufwerfe? Okay, ich muss auch treffen, ne? Verfehlt. Die würde ich an deiner Stelle nicht angreifen. Das sind GCPD-Drohnen. Die rufen Verstärkung vom Revier. Okay. Jetzt wäre interessant zu wissen, ob sie es tatsächlich machen, wenn ich oft genug angreife. Und Nummer 1 erledigt. Sehr schön. Ja, ein guter Scan. Gut, wo sind Nummer 2 und 3? Ich glaube, ich habe da eventuell eine gesehen. Nein. Offenbar doch nicht. Da unten hätten wir noch ein Verbrechen, aber darum können wir uns gerade nicht kümmern. Da hinten haben wir noch einen Batarang, um den können wir uns kümmern. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Noch mehr Überwachungsdrohnen. Ach, komm schon. Scanne sie und ich sorge für sichere Flugbedingungen. Okay. Die erste müssen wir nochmal machen. Ist das die gleiche? Das da hinten sieht sehr nach einer aus, aber ist das ein anderer Ort schon oder? Wo ist denn die von eben hin? Da ist er. Schön im Blick behalten. Abwarten und noch mehr abwarten. Ich habe an sich nichts gegen das Abwarten. Ich habe was gegen das Abwarten, während ich aufnehme. Weil andere Leute da mit abwarten müssen. Und ich habe momentan nichts, über das ich groß reden könnte. So, da ist er endlich. Wieder. Okay, Nummer 1 haben wir. Du hast sie gescannt, ich hab die Daten. Sehr gut. Schön. So, eine weitere Drohne. Da unten haben wir eine. Und top. Und ja, ich bin nah genug dran. Sehr gut. Okay, Nummer 2 haben wir. Habe die Daten. Was leuchtet denn da so hell? Ist das denn noch ein Batwing? Ich wüsste gerne, wo genau die Grenze ist. Und ich bin raus, ne? Oh, ne, okay. Zählt noch nicht als draußen. Okay, wenn ich zu lange draußen bin, dann wird's gestrichen.
Warte mal, kann ich mir das hier markieren? Wir laufen gerade hier runter. Hier haben wir unseren Sichtkegel. Das heißt, wir markieren uns das dort. Okay. Die da ist die neutrale, ne? Oder eine neutrale? Obwohl, Moment, die leuchtet noch gelb. Ich glaube, wenn sie gelb leuchten, dann sind sie noch ungescannt. Wo ist sie denn hin? Ach, da oben ist er. Diese Drohnen können nur am Dock gescannt werden. Ja, danke. Warte, bis sie anhalten und scanne sie dann. Na toll. Okay, ich hätte einfach nur da bleiben müssen. Und jetzt scannen wir und scannen und scannen und scannen und... 3 fertig, sehr gut. Ich habe die Drohnen umprogrammiert. Du kannst jederzeit herfliegen. Gut, das haben wir erledigt. Ich meine, es gefällt mir auf jeden Fall besser als das, was wir von Ubisoft inzwischen kennen, mit den immer gleichen Aussichtstürmen, auf die man raufhopsen muss, ne? So, haben wir hier einen weiteren Batarang oder was ist das? Hab dich. Ja. Okay, wunderbar. Und wir wollten uns da hinten um dieses Verbrechen kümmern. Da hinten haben wir auch noch eins. Machen wir erst einmal das, ne? Hallo. Und zack. Au! Heilung. Und zack. Und der hatte auch kein Lebenspaket. Achso, doch, ja, ich hatte 6. Ich habe 1 verbraucht und bin wieder bei 6. Wunderbar. Wir haben im Prinzip ein halbes Paket zurückbekommen. 140 Meter. Das Stück können wir laufen. Dafür müssen wir nicht unbedingt das Moped benutzen. Ja, hallo. Ist das wirklich Batgirl? Yep. Hier ist nichts. Officers zur Ermittlung, Ecke Oxford. Alle Gegner, Bonus, führe geräuschloses Ausschalten durch. Okay. Officers, gehen Sie vorsichtig vor. Okay, Nummer 1 ist geräuschlos ausgeschaltet. Habt ihr gesehen, was passiert ist? Wenn wir zu spät sind, sag ich, das war allein deine Schuld. Jemand hört, ich brauch Hilfe! Ja, ich kümmere mich drum. Verflucht, irgendwer muss dir helfen! Ja, ich arbeite ja dran. Passt auf euch auf, jemand schaltet uns aus. Lichter aus. Oh, die haben es mitbekommen. Ich brauche Hilfe! Wir haben hier eine Rächerin. Das ist eine der Maskierten. Hallo. Au. Ah, Steine. Meine große Schwäche. Theoretisch kann man Leute runterwerfen. Das hatten wir im Tutorial. Aber im Tutorial haben wir auch schon festgestellt, wie schwierig das zum Teil ist. Oh, toll. Wir haben wieder eine dieser Hängesequenzen. Aber kein Problem. Wenn wir da durchkämpfen, dann hört das irgendwann auf.
Heilung. Ich sagte Heilung. Okay, haben wir sie alle im Visier, dann... Na los, Fähigkeit. Okay, hat nicht geklappt. Das ist nicht wirklich, wie ich gerne wollen würde, dass das Spiel aussieht. Und sich anfühlt. Okay, noch eine Heilung. Aua. Okay, Moment mal. Na, los. Okay, ich habe eine Heilung hinbekommen. Sehr schön. Au. Oh, ich kann mich wieder bewegen. Oh, sehr gut. Kippt, sehr schön. Weg da, ich brauche Platz zum Schießen. Oh Gott. Au, Heilung. Und zack. Du wusstest, sehr gut. Wie dieser Kampf ausgeht. Ich wusste es zum Teil nicht. Das war wieder ein Hänger. Ist der an eine bestimmte Stelle gebunden? Nee, sieht nicht so aus. Das ist nervig. Manchmal haben Spiele sowas, dass sie eben in solche Hänger dort reingeraten. Das hat nichts mit der Auslastung zu tun. Mein Computer kommt offenbar klar. Ich habe ja kürzlich mal die Leistung dort überprüft. Ja, ich sollte mir mal angucken, was ich dagegen machen kann. Vielleicht müsste ich da eine Aufnahmepause einlegen, während ich mal suche, aber... Das Problem ist, ich kann auch nicht wirklich gut dagegen testen. Weil das ja auch nicht in jedem Kampf passiert. Hallo. Pass auf, wir haben Gesellschaft. Na, macht Au. Spaß. So was von erledigt. Ab geht's. Kommen wir eben noch gar nicht erledigt vor. Und zack. Au. Ich habe keine Ahnung, warum ich mich dort nicht vernünftig wegbewegen konnte. Okay. Die haben wir erledigt, immerhin. Da hinten haben wir unser nächstes Ziel.
Da gehen wir mal auf unser kleines Washington-Monument. Einheiten in North Gotham benötigt. Officers, uns wurde verdächtiges Verhalten gemeldet. Alle Gegner besiegen, Geisel befreien, Gegner mit Fernangriffen besiegen. Hey du! Hallo? Ist da draußen jemand? Heute Nacht ist eine miese Ratte hier. Und hab dich. Mit Fernangriffen Leute besiegen. Ich glaube nicht, dass ich das mache. Okay, die sind hier zu zweit. Aber wenn ich den hier einfach ausschalte. Oh oh. Okay. Das haben wir erledigt. Sehr schön. So, das Schloss geknackt. Wunderbar. So, jetzt sammle ich die Schurken ein. Ja, wir haben das Wichtige erledigt. Da draußen sind ein paar Feiglinge. Die holen wir uns. Hallo. Hier ist ein Massengesicht. War genau so, wie ich das wollte. Und zack. Okay, da haben wir einen mit Fernangriffen besiegt. Okay, ich habe die Bonusbelohnung doch noch bekommen. Und zack. Okay, das lief wesentlich besser. Also ohne den FPS-Einbruch, denke ich, schlage ich mich nicht zu schlecht. Okay, Verbrechen aufgeklärt, versteckter Krimineller. Okay, wie sieht's jetzt aus? Wir haben das hier erledigt, wir haben das hier schon. Lucius Fox. Hilf Lucius Fox, einen hochmoderne Ausrüstung zu erforschen, indem du neue herstellst. Besuche Lucius Fox. Okay, dann gehen wir wohl erst einmal nach West End. Okay, Schnellreise beim Hängen oder in der Luft nicht verfügbar. Okay, natürlich. Gut. Wir wollen hier hin. Ich denke, das wäre wesentlich cooler, wenn man selbst steuern könnte. Okay, und V für die Markierung. Da haben wir unser Moped, sehr schön. Und los geht's. Nebenbei noch gucken, ob wir hier irgendwo irgendwem helfen müssen. Aber scheint gerade sicher zu sein. Die Leute haben mitbekommen, dass die Bat-Familie unterwegs ist und gehen lieber schlafen als schurken. Ich benutze hier schurken als Verb. Also im Sinne von rumschurken. Hallo. Was machst du? Schleichst dich an einen alten Mann heran? Ich hab gar nicht. Ich bin nicht geschlichen. Wie ich von Alfred höre, arbeitest du hart an deinen Bad Gadgets. Es gibt immer etwas zu verbessern. Vor allem, wenn es um Technik geht. Aber du weißt, dass du irgendwann Ersatzteilprobleme bekommst, oder?
Ich finde so viel Not Zeug auf den Straßen. Eben erfinderisch. Und ich werde definitiv mehr Materialien brauchen. Na gut, du kümmerst dich um deinen Superheldenkram und ich versorge dich weiter mit Teilen. Ist das soweit in Ordnung? Einverstanden. Danke, Mr. Fox. Okay, Nebenaktivität wird abgeschlossen. Kontakt Lucius Fox. Ist ein Tech-Genie, enger Freund der Bat-Familie und ihr Helfer. Schließt die Herstellungsherausforderung für Lucius ab, um geborgenes Material und einzigartige Fox-Tacker-Mod-Chips zu erhalten. Okay. Und Lucius Fox umziehen. Schließe schwierige Ziele ab, um wertvolles geborgenes Material und Pläne zu erhalten. Stelle einen Anzug mit beliebiger Seltenheit her. Zwei soll ich herstellen. Okay. Modfusion, stelle mit. Okay. Stoppe vorsätzliche Verbrechen 3 von 8. Das ist für eine ganz normale Nachtschicht für Montoya. Finde vorsätzliche Verbrechen, indem du Hinweise sammelst, Informanten verhörst oder die Stadt patrouillierst. Okay. Gut. Zwei davon sind, wenn ich eben wieder zu Hause bin. Und eins ist bei der nächsten Patrouille. Dann schnappen wir uns dort noch diesen Luftraum. Kein Problem. Und... okay, hier haben wir ein Problem. Geländer. Unser größter Feind. Nee, Moment, unser größter Feind war was anderes. Was hatte ich vorhin gesagt, was mein größter Feind ist? Steine! Sind beides große Feinde. Ein Steingeländer, das würde mir echt zu schaffen machen. Fast da. Mit so einem Umhang zum Gleiten wäre das jetzt sehr angenehm gewesen. Da sind ein paar Überwachungsdrohnen. Scanne sie, um hier fliegen zu können. Okay. Okay, die da hat nicht mal ein Schild. Hab ich sie? Ja. Ein guter Scan. Okay. Fehlen noch zwei. Ne, das ist die neutrale. Oh, da oben haben wir noch eine. Ebenfalls ohne Schild. Ich brauche ganze Datensätze. Ja, danke, Lucius. Ich scanne sie vollständig. Du hast sie gescannt, ich habe die Daten. Schön. Okay, irgendwo ist noch eine. Hoppala. Die da hinten ist noch ungescannt. Okay. Mal sehen, ob ich sie nochmal wiederfinde. Sieht nicht so aus. Hoppala. Perfekt. Genau hier wollte ich landen. Und da haben wir sie. Sehr gut. Das waren alle. Gute Arbeit. Du hast die Flugerlaubnis für das Gebiet. Danke. Okay, das haben wir. Vorsätzliche Verbrechen können wir gerade nicht machen. Wir müssen zu Cobblepot, also fliegen wir zu Cobblepot. Wo muss ich lang? Da hinten muss ich lang. Ich habe versucht, das da mitzubekommen, worüber die da hinten reden. Aber... hab nur mitbekommen, dass irgendjemand einen Freund in der Forensik hat.
nicht so sonderlich interessant. Erst einmal. Was ist das hier? Ich weiß nicht, wen das darstellen soll. Das ist eine Person mit einer Spitzhacke. Und einem Vampirgesicht. Da haben wir jemand mit einem Schwert. Okay, es werden einfach historische Persönlichkeiten ohne irgendwelchen tatsächlichen historischen Hintergrund wahrscheinlich sein, nehme ich an. Ich meine, ich kann mich irren. Vielleicht haben sie ja tatsächlich irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten aus Gotham da reingepackt, die ich nicht kenne. Und hier haben wir den Eingang. Muss ich wieder Leute kaputt hauen? Batgirl, dein Umhang. Hier haben wir tatsächlich Dinge, die wir uns angucken können. Na. Stockdegen, ein hohler Gehstock, dessen Griff gleichzeitig als Heft für ein verstecktes Schwert dient. Clock King. Den Namen habe ich ewig nicht gehört. Ah. Clock Kings Hut. Hut, der von Clock King alias William Tockman getragen wird. Okay. Trickregenschirm. Ein maßgefertigter Regenschirm, ein Mechanismus im Griff, fährt eine versteckte Klinge aus. Pinguin liebt seinen Trickregenschirm. Bumerang, Lieblingswaffe von Captain Bumerang alias Jorg Digger Harkness. Bumerangs kommen wirklich zurück. Der Captain hoffentlich nicht. Schwert, verziertes Schwert im Stil eines altrömischen Gladius. Okay. Oh, was haben wir denn hier? Ein Hexenbuch? Ein Leitfaden für US-Steuerrecht? Ach, schlimm. Pinguin nimmt seine Masche als echter Geschäftsmann ernst. US-Hauptsteuerleitfaden. Ja, also ein Buch über Hexerei wäre wahrscheinlich vertretbarer. Cobblepot-Münze. Penny mit dem Cobblepot-Symbol. Das ist kein Penny. Eine Münze mit seinem Profil. Diese Leute leben in einer anderen Welt. Das ist komisch. Schaden vermeiden ist kein Problem. Erhol dich. So, sehr schön. Okay, das sind nur ein paar Bürger. Die haben mich nicht weiter zu interessieren. Dort hinten haben wir eine Wache. Da hinten haben wir noch zwei. Mafia Raufbold und Mafia Paten. Ach Gott, Paten ist nervig. Könnt ihr... Also wirklich. Ich versuche hier geheim rumzuschleichen und die schreien einfach meinen Namen raus. Okay, hier haben wir den Ausgang, aber hier wollen wir gerade noch gar nicht lang. Haltet die Klappe! Wirklich? Noch eine Maske? Das hat uns gerade noch gefehlt. Gibt es irgendeine Convention? Du bist diese Heldin. Schau mal nach.
Okay, hier kann ich offenbar nicht einfach rüberhopsen. So, und tschüss. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich meine, wir haben hier eine Truhe, das ist schon mal schön. Okay, ein bisschen Zeugs. Zeugs ist immer schön. Okay, wo haben wir jetzt die übrigen? Ich hab keinen Bock auf deine Scheiße. Lass es. Ach, das ist die Patin, ne? Hallo. Okay, offenbar vermeidet man keinen Schaden, indem man die Sprungfähigkeit benutzt. Da hätte ich einen perfekten Angriff machen können, aber ich habe nicht. Und... erledigt. Oh, doch nicht. Erledigt. Gut. Dann gehen wir mal zu Cobblepot. Na. Pinguin, wir müssen reden. Mit Tim wolltest du nicht reden. Du kannst wohl doch Türen benutzen. Obwohl, was also, denn? Wo waren wir? Wir waren nirgends. Das ist... nee, das Jason hatten wir hierher gebracht, ne? Sie hören zu. Du hast zwar Fragen, aber ich habe gute Gründe, nicht zu antworten. Sehr subtil. Sehr, sehr subtil, Oswald. Okay, rede mit dem Pinguin. Haben wir. Finde und zerstöre die Wanzen. Okay. Schachbrett. Beim Schach macht immer der Spieler mit den weißen Figuren den ersten Zug. Oswald Cobblepot spielt immer mit den schwarzen Figuren. Er will, dass seine Gegner den Vorteil haben, den ersten Zug zu machen, damit er reagieren und entsprechend kontern kann. In dieser Partie hat sich Cobblepot seinen eigenen Vorteil geschaffen. Seine beiden Läufer besetzen die weißen Felder. Dies ist ein unmöglicher Zug. Cobblepot betrügt. Yep. Antike Feuerwaffen, generationsübergreifende Erbstücke von Colonel Nathan Cobblepot. Diese Feuerwaffen der Jahrhundertwende wurden nach einem kleinen, blutigen Scharmützel im Jahr 1865 im Sumpfgebiet von Slaughterswamp gefunden. Jede Waffe scheint gut erhalten zu sein, keine von ihnen ist registriert, sie sind jedoch entschärft. Hey, vorsichtig! Einige davon sind Erstausgaben. Akademische Bücher. Zusätzlich zu den Atlanten-Enzyklopädien und anderen akademischen Werken enthält diese Sammlung einen Originaldruck von Die Ornithologie der südlichen Hemisphäre des Autors Richard Gray Jr. Mir fällt auf, wir sind gerade schon bei ca. 35 Minuten. Ich beende hier die Folge, wir machen in der nächsten Folge hier weiter. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter das Kommentar und adios.